Ist nur der Verkauf von gefälschter Kleidung haram oder auch der Kauf als Kunde? Denn wieso sollte ich hunderte von Euros für eine Tasche ausgeben, wenn ich sie auch günstig... Ja, das ist deine Position. Du denkst aus deiner Sicht. Aber was ist mit den Rechten der Firmen, die diese Rechte jahrelang teuer bezahlt haben und jahrelang sich etabliert haben? Das ist natürlich deine Sicht der Dinge. Aber gefälschte Kleidung, liebe Geschwister, haben wir gestern schon beantwortet. Gefälschte Kleidung ist weder erlaubt, das anzubieten, noch erlaubt, das zu kaufen. Wenn man das weiß natürlich. Wenn man das weiß. Warum? Weil das Patentrechte sind. Das sind Rechte, die Menschen gehören. Und der Islam schützt so etwas. Und das ist nicht in Ordnung, dass Firmen jahrelang ihr Patent aufrechterhalten haben und sich einen Namen gemacht haben. Und dann kommt einer und schlägt einfach eine Brücke zu diesen Firmen und macht es leichter. Das geht nicht. Wallahu ta'ala a'la wa a'la. Ya dhakir al-ashab, kum mutaddiban. Ya dhakir al-ashab, kum mutaddiban. Wa'rif azima manazil al-ashab. Hum safwatun rufi'u bi sohbati ahmada. Wa bidaka qad fussu min al-wahhab.